Hallo meine lieben Ananäschen und willkommen zurück zu Eldaria Episode 15, der Gesang der Meerjungfrauen. Zuletzt haben wir so ziemlich dem ganzen Hauptquartier Schlafmittel verabreicht und Nevra ist zuletzt noch gekommen, um seiner Schwester einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Und wir bemerken, dass er müde aussieht. Ja, ich bin plötzlich wirklich müde. Gute Nacht, Wuli. Gute Nacht, Nevra. Ich glaube, das hat funktioniert. Allerdings. Deine Aufgabe hier ist beendet. Geh zurück zu Alaiea und wartet ein paar Stunden ab, bevor der letzte Teil eures Plans beginnt. Okay. Wuli, such Alaiea. Ich muss noch kurz etwas in meinem Zimmer erledigen. Es dauert 2 Minuten. Okay. Alaiea schläft. Ich wecke sie lieber nicht. Nur wieso auch? Ich machte in meinem Heft ein paar Notizen. Dann dachte ich über unseren Plan nach. Habe ich mich richtig entschieden? War das kein Fehler? Wenn Kolaya wirklich vergiftet ist, bringe ich dann nicht Unschuldige in Lebensgefahr? Ich. Das Klopfen an der Tür weckte Alaiea. Es muss Karen sein. Okay. Sie ist noch schlaftrunken. Augen zu und Hand auf. Ich mag solche Spiele nicht. Das ist Stoff. Augen auf. Okay. Hä? Ach, ist das ein Outfit? Ein Outfit. Glückwunsch, du hast folgendes Objekt erhalten: Jacke, Black Wave, Top, Tasche, Stiefel, Shorts, Armbänder, Black Wave. Du findest es in deinem Kleiderschrank. Vergiss nicht, es anzuziehen, ehe du die Episode fortsetzt. Okay. Also alles, was Black Wave heißt, ja. Dann suchen wir mal nach Black. Es gibt nichts, was Black heißt. Großartig. Okay, kann das sein, dass ich noch kurz das hier weiterdrücken muss? Wir versuchen es nochmal. Yep. Okay. Zack, 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 zack. Das war wahrscheinlich die falsche Reihenfolge. Wir sollten anfangen mit der Hose. Dann kommen die Dingsdings darüber. Dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann kommt das. Okay. Die Haare sind jetzt mäßig geil dazu. Nee, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, wir machen uns einen schönen langen Zopf dazu. Okay, weiter geht's. Was? Ein Geschenk für dich? Für mich? Ja, für wen denn sonst? Ich habe mir gedacht, dass wir für diese besondere Mission möglichst unauffällig gekleidet sein sollten. Und ein blaues, dein blaues Top da geht gar nicht. Oh, dann danke. Genau das Richtige für die Mission. Oder das ist wirklich wunderschön. Oder es gefällt mir überhaupt nicht. Das wäre aber schon arg böse, oder? Genau das Richtige für die Mission. Ich wusste es. Ist sie böse, dass sie nichts bekommen hat? Ach Gott, aller je. Was? Und ich? Was du? Mir hast du nichts mitgebracht? Nein, du hast doch schwarze Sachen in deinem Kleiderschrank, die du anziehen kannst. Ich hab sie nicht mehr. Ich hab sie doch weggegeben, weil sie nicht bunt genug waren. Oh Mist, das hatte ich vergessen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir auch welche mitgebracht. Dann wird das wohl nichts mit dem unauffälligen Look. Allein der gute Wille zählt. Stimmt. Übrigens, als ihr in der Küche wart, kam Ika zu mir. Sie sagte, Miiko wolle sich mit mir über Kolaya unterhalten. Was hat sie dir gesagt?
Nichts, ich habe mich geweigert, zu ihr zu gehen. Ich bin immer noch so wütend und konnte es nicht ertragen, dass sie mir ankündigt, dass sie umbringen und ich nichts dagegen tun kann. Es aus ihrem Mund zu hören, hätte mich fertig gemacht. Ich setzte mich neben Alla her und legte meine Hand auf ihre Schulter. Du hast richtig entschieden und sie haben dich nicht gezwungen, zu Miiko zu gehen? Nein, Ika meinte, Miiko habe damit gerechnet, dass ich mich weigern würde. Sei nicht eilig. Plötzlich tut sie so, als hätte sie ein Herz. Ich schlief ein paar Stunden und Karen weckte mich noch vor dem Morgengrauen. Es ist soweit, Wuli. Ich streckte mich. Okay, wie gehen wir vor? Jeder nimmt ein Spray mit und wir gehen getrennt die verschiedenen Räume ab und kontrollieren, dass alle schlafen? Ja. Vorsichtshalber nahm ich auch meine Waffen mit. Geh sicher, dass niemand mehr durch das Hauptquartier läuft. Okay, also einmal einen Rundgang machen. Das sollte kein Problem sein. Gehen wir einmal hier runter. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ne, weiter geht's auch nicht. Mal raus. Mal gucken, ob hier irgendwer ist. Sehr gut, hier ist niemand. Wäre jetzt doof gewesen, wenn Ashcore da gewesen wäre. Ich bin niemandem begegnet. Ja, dann. Wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Da ist doch gerade schon nichts passiert. Oder muss ich jetzt zurückgehen? Oh. Upsi. Wuli, so früh schon auf. Mist, warum ist er schon wach? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich stehe immer ziemlich früh auf, aber heute noch eher als sonst. Ach ja? Und warum? Ich sollte das Spray benutzen, damit er wieder einschläft, aber ich warte noch auf den passenden Moment. Ich habe gestern Abend nichts gegessen und bin von einem knurrenden Magen aufgewacht. Oh, dann bist du unterwegs zur Kantine. Genau. Ich weiß, dass Karute um diese Zeit noch nicht wach ist, aber er bereitet immer im Voraus was für die Frühaufsteher vor. Und du? Wenn er Karen und Alaia trifft, schöpft er sicher Verdacht. Er darf diesen Gang nicht verlassen. Ich griff in meine Tasche, um das Spray rauszuholen. Paff! Aber was ist... Bums! Ohne dass ich etwas tun musste, kippte Valkyron um. Oh. Oh, okay. Er verträgt weniger, als man denkt. Ashcore. In der Hand hielt er eine Pfanne. Er sieht mich an. Was tust du hier? Ich habe gesehen, dass alle schlafen und nutze die Gelegenheit, um meine Vorräte aufzufüllen. Er hat einen Sack voller Essen dabei. Bestimmt hat er sich in der Kantine bedient. Und ich nehme noch eine andere Kleinigkeit mit. Es wäre doch zu schade, diese Gelegenheit nicht zu nutzen, um der Lichtgarde das Leben noch ein bisschen zu verschönern. Ich merke die Provokation in seiner Stimme. Wenn du das sagst. Er wandte mir den Rücken zu, um zu gehen. Wuli, du solltest ihn bitten, dich mitzunehmen. Ashcore, nimm mich mit. Oder, nein, ich kann ihn nicht bitten, mich mitzunehmen. Dafür kenne ich ihn noch nicht gut genug. Keine Ahnung. Aber, nein, also in meinen Augen ist er immer noch unser Feind. Feinde sehen nun mal so aus. Oder nicht? Ich kann ihn nicht bitten, mich mitzunehmen. Ich kenne ihn nicht gut genug. Es ist ein Glücksfall für mich, dass du hier bist. Obwohl du eine miese Petze bist. Ich? Er scheint zu wissen, dass ich der Lichtgarde von ihm erzählt habe. Aber woher? Ein kleines Mäuschen hat mir berichtet, dass du diesen Erraten von meinem Besuch erzählt hast. Ich sage es dir nur noch ein einziges Mal. Das ist deine letzte Chance. Sei ein braves Mädchen und halt die Klappe. Er wirkt plötzlich sehr bedrohlich. Ich spürte, wie sich mein Herz verkrampfte.
Er kam noch näher und strich mit der Fingerspitze über meine Wange. Ich weiß immer, was du tust, vergiss das nicht. Er verschwand wieder. Valkyrn lag noch immer reglos am Boden. Ich fühlte seinen Puls. Er lebte. Ja, und jetzt soll er da liegen bleiben, oder was? Ich hätte ihm trotzdem was von dem Spray gegeben. Also ich meine, er kann ja auch wieder aufwachen. Das sind die beiden genau wie abgesprochen. War bei euch alles in Ordnung? Ja, ich habe niemanden gesehen. Ich auch nicht. Du? Ich habe Valkyrn getroffen, aber das Problem ist gelöst. Zumindest vorerst. Die beiden runzelten die Stirn. Dann lasst uns Kolaya befreien. Ich weiß immer noch nicht, was wir dann mit Kolaya machen wollen. Also ich meine, sie ist ja trotzdem jetzt nicht gefährlich. Kolaya ist in einem Käfig unter Wasser gefangen. Karen betätigte einen Mechanismus, um den Käfig aus dem Wasser zu ziehen. Wir versuchten uns ihr zu nähern, aber sie kratzte. Und ja, toll. Kolaya, ich bin's, Ellie. Ellie, deine Schwester. Alaia versuchte mit ihr zu reden. Ellie, das bringt nichts. Wir haben keine Zeit dafür. Wenn du sie retten möchtest, hilf uns, sie an den Strand zu bringen. Du hast recht. Sie versuchte nicht weiter mit ihrer Schwester zu sprechen, sondern benutzte ihr Spray, damit Kolaya einschlief. So können wir sie leichter transportieren. Sie zwingt sich zu einem Lächeln. Sie tut mir leid. Dann los. Wir stiegen die Treppe hinauf. Ja, das ist schwieriger als gedacht. Bring Kolaya an den Strand und lass sie dort frei. Eins, zwei. Wir hoben Kolaya hoch. Oh ja, das ist schon das zweite Mal, dass ich jemanden tragen muss, der schläft. Es ist wirklich nicht leicht. Los, wir schaffen das. Ich kann nicht mehr. Eine Pause bitte. Ich will meine Arme nicht mehr. Ja, ich bin auch dafür. Okay, aber nur 2 Minuten. Seit einer halben Stunde sind wir kaum vorangekommen. Meine Jungfrauen sind extrem schwer, Karen. Das musst du verstehen. Können wir jetzt weitergehen? Hätte ich das gewusst. Tut mir leid, ich hätte dir sagen sollen, dass unsere Fischschwänze hauptsächlich aus Muskeln bestehen. Ich habe mich als Meerjungfrau gar nicht so schwer gefühlt. Das ist normal. Der Körper der Meerjungfrau passt sich ans Wasser an. Aber glaub mir, Beine sind wirklich leichter. Das glaube ich. Raus mit uns. Mit großer Mühe schleppten wir Kolaya aus dem Hauptquartier heraus. Wir waren mitten in der Nacht aufgebrochen und ich hatte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen würden. Die Sonne ging schon auf. Los, schneller, wir sollten uns beeilen. Einige sind bestimmt schon wieder aufgewacht. Die hat wirklich Energie. Endlich sind wir da. Es ist soweit. Wir haben es geschafft, kleine Schwester, du darfst leben. Hilf mir, sie ins Wasser zu tragen. Los, Woli, du musst deine Angst überwinden. Es ist nur Wasser. Nur Wasser. Oder ich hatte zu große Angst, mich dem Wasser zu nähern. Es ist nur Wasser. Ich komme. Wartet, Mädels, ich... Oh, wartet, Mädels, ich... K? Sie haben uns gefunden. Was macht ihr hier? Oh mein Gott, ich... Sie kippte einfach um. Ikar. Kero kam angelaufen, gefolgt von Isarel und Nevra. Woli, wir müssen dazwischen gehen. Sie dürfen Kolaya nicht in die Hände bekommen. Karen und ich stellten uns ihnen in den Weg. Wir wissen, dass es nicht, was ihr denkt. Er ist völlig außer Atem. Ellie, lauf! Sie lief den Strand entlang. Wir folgten ihr, um sie von den anderen zu schützen. Wie haben sie uns nur gefunden? Halt Alaia den Rücken frei, solange du kannst. Toll! Großartig! Bleibt, wo ihr seid. Ich drohte ihnen. Das wirkt vielleicht wenig überzeugend, aber ich meine es ernst. Ich lasse nicht zu, dass sie Kolaya etwas antun. Sie dürfen nicht noch eine weitere Familie zerstören.
versuchen, eine andere Methode zu finden oder die anderen abwehren und Camerias Ratschläge befolgen. Okay, das ist interessant. Eine andere Methode finden? Waffe ziehen. Ich holte meinen Bogen heraus. Was? Nein, Ika, werd jetzt nicht schon wieder ohnmächtig. Ist es euer Ernst? Nun war auch Valkyrn aufgetaucht. Direkt hinter ihm sah ich Evelyn. Woli Karen, aber was macht ihr denn da? Alla hier? Das ist doch die junge Meerjungfrau auf deinem Arm, oder? Ja, das ist sie, und wir werden nicht zulassen, dass sie ihr etwas antut. Etwas antun? Du glaubst wirklich, dass wir was Böses wollen? Es halt den Mund, überlass das mir. Ramon, laufen schnell wie der Wind, Mädchen, alles gut? Alles gut, Ramon. Solange ihr nicht näher kommt, ist alles gut. Ich versuche, so selbstbewusst und überzeugend wie möglich zu wirken, aber ich spüre, wie meine Beine zittern. Hört zu, ihr drei. Was habt ihr da vor? Was ist in euch gefahren? Was in uns gefahren ist? Wir beschützen dieses Mädchen. Vor wem? Vor euch natürlich. Wieso wollt ihr sie vor uns schützen? Tut nicht so unschuldig. Ich habe alles gehört. Wir wissen, was ihr mit Kolaya vorhabt. Was haben wir denn vor? Sie kamen immer näher. Ich gab Alaia ein Zeichen, sich weiter zu entfernen, und wich auch selbst zurück, obwohl das bedeutete, dass ich ins Wasser musste. Was wollen wir Kolaya antun? Sie wiederholte ihre Frage, bis Ellie schließlich eine Antwort wisperte. Sie umbringen. Ihr wollt meine Schwester umbringen! Alaia begann zu weinen, Karen und ich näherten uns ihr, um sie zu trösten. Wir sind bei dir, Ellie. Ich habe das nicht gehört. Ihr wollt sie töten. Wir haben es gehört. Warum sollten wir sie töten wollen? Der Kristallseil, ihr habt gesagt, sie sei vergiftet. Alaia, das haben wir nie gesagt. Was? Aber Karen hat... Ihr habt sie gefunden, Gott sei Dank. Ohne Vorwarnung waren Miiko und Leiftan aufgetaucht. Sie waren außer Atem. Offenbar waren sie gerannt. Seid ihr verrückt? Ist euch klar, was ihr im Hauptquartier angerichtet habt? Miiko, sie denken, dass... Ihr habt alle in Gefahr gebracht. Euer Leichtsinn hätte schwere Folgen haben können. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Was wir uns dabei gedacht haben? Willst du das wirklich wissen? Los, Wuli, Gewalt führt doch zu nichts, obwohl sie einen Schlag ins Gesicht verdient hätte. Oder, wenn sie mich provozieren wollte, ist ihr das gelungen. Sie hätte es verdient, aber ich kann mich auch ohne Gewalt gegen sie wehren. Willst du wirklich wissen, was ich denke, du Anführerin der fabelhaften Garde von El? Was wir denken ist, dass ihr wieder einmal... Nein, dass du wieder einmal entschieden hast, eine Familie zu zerstören. Ich hasse sie in diesem Moment so sehr, ich kann mich nicht zurückhalten. Als würde es nicht schon reichen, dass du meine zerstört hast. Jetzt willst du auch noch Kolaya töten. Hast du auch nur eine Sekunde lang daran gedacht, wie sehr deine Entscheidung Alaia verletzen würde? Wohl, ich... Macht es dir Spaß, das Leben anderer zu zerstören? Wer ist nach Alaia und mir als nächster dran? Hä? Mary? Willst du seine Mutter töten, weil auch sie dir lästig ist? Aber nein, das würde ich nie tun. Ich wollte diese junge Frau nie töten. Hör auf zu lügen, Miiko. Karen hat euch gehört. Und schließlich ist Lügen doch eine deiner Spezialitäten, oder? Oder sollen wir lieber über den sogenannten Tarnungstank sprechen? Ich war so dumm, das zu glauben. Was zu glauben? Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist denn passiert? Ihr habt mich gezwungen, einen Trank zu trinken, durch den meine Familie und
alle, die mich kannten, vergessen, dass ich existiert habe. Das ist los. Ihr habt mein gesamtes Leben ausgelöscht. Nein, haben sie nicht. Dank euch bin ich ein Nichts. Ich bin gezwungen, in einer Welt zu leben, die ich nicht kenne und in der es keine Hoffnung gibt. Das Wasser der Lethe. Monster, ihr seid ein Monster. Karen näherte sich mir und ich sah, wie die Verantwortlichen die Köpfe senkten. Ezaril, Nevra, Valkyorn, Miiko und sogar Leiftan. Die anderen drehten sich zu ihnen um und blickten sie vorwurfsvoll an. Jetzt wisst ihr, warum ich euch bei Kolaher nicht glauben kann. Wie sollte ich nach allem, was Karen gehört hat, nach all euren Lügen? Wuli, was? Du sei still! Was? Du hast mich geküsst, damit ich diesen schrecklichen Trank trinke, obwohl ich es nicht wollte. Du hast... was? Karen starrte ihren Bruder entsetzt an. Seit wann gehst du für sowas so weit? Bist du verrückt geworden? Karen, das Ganze ist sehr kompliziert. Ich... Halt die Klappe, du machst dich lächerlich. Evelyn, Karen und Kero schienen von meinem Bericht geschockt. Sogar Alaia stieß einen Schrei der Verwunderung aus. Ich habe Angst, dass sich jetzt ihr Verhalten mir gegenüber ändern könnte. Ich möchte nicht, dass sie mich bemitleiden oder auf mich herabsehen. Tränen laufen über meine Wangen. Ich hätte das alles nicht erzählen sollen. Was werden sie von mir denken, jetzt wo sie Bescheid wissen? Fuli. Evelyn kam auf mich zu und nahm mich in den Arm. Tut mir leid, dass du wegen ihnen... was du wegen ihnen durchmachen musstest. Jetzt verstehe ich, was dich in letzter Zeit so beschäftigt hat. Ich bin nicht blind, weißt du. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt bitte ich dich, mir zu vertrauen. Ich möchte Kolaya nichts Böses tun. Karen warf einen Blick zu Alaia. Auch sie schien nicht sicher zu sein, wie wir reagieren sollen. Ich verspreche euch, dass wir der jungen Frau nichts tun werden. Das hatten wir auch nie vor. Was hattet ihr dann vor, Evelyn? Ich möchte dir gerne glauben, aber Karen hat gehört, dass ihr meine Schwester töten wollt und das kann ich nicht zulassen. Ich liebe sie zu sehr. Ihr habt davon gesprochen, sie zu töten, weil das bei Vergifteten so üblich ist. Und das ist alles, was du gehört hast? Ja, ich war so geschockt von dem, was ich gehört habe, dass ich schnell zu Alaia und Wuli gelaufen bin, um es ihnen zu erzählen. Verstehe. Miiko hatte mich zu sich bestellt, um den Zustand der jungen Meerjungfrau zu besprechen. Dabei sind wir alle Möglichkeiten durchgegangen, auch die extremsten. Danke, dass ihr gekommen seid. Bei unserer heutigen Besprechung geht's um ein sensibles Thema, die junge Meerjungfrau. Es ist ganz still, das ist selten. Alaias Reaktion und den wenigen Informationen nachzuurteilen, die wir haben, handelte sich bei der jungen Frau um ein Mitglied ihres Stammes. Oder sogar ihrer Familie. Nehmen wir an, sie ist vergiftet. Dann müssen wir sie töten. Das ist das übliche Vorgehen. In welcher Beziehung auch immer Alaia zu ihr steht, wir dürfen uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Sollte sie nicht vergiftet sein, behalten wir sie erst einmal in Quarantäne und beobachten sie, bis sie kein Risiko mehr darstellt. Danach können sie wieder in die Gesellschaft integriert werden. Wie können wir feststellen, ob sie vergiftet ist? Das wird euch jetzt Evelyn erklären. Also, seit dem Tod der Hamadryade habe ich versucht herauszufinden, wie genau es zu einer Vergiftung kommt. Ich wollte eine Art Detektor entwickeln, der es uns ermöglicht festzustellen, ob eine Person vergiftet worden ist oder nicht. Nach mehreren Monaten stellen sich endlich Ergebnisse ein. Bei Entra hat dieser Test negativ reagiert. Ich denke, wir können auch bei der jungen Frau davon ausgehen, dass wir ihn anwenden können. Ezaril sah sich meine Notizen an, die ich mitgebracht hatte. Das bleibt alles sehr theoretisch. Andererseits muss man es wahrscheinlich einfach in der Praxis ausprobieren. Dann kannst du also überprüfen, ob es meiner Schwester gut geht? Ich hoffe es. Aber das bedeutet, dass wir deine Schwester eine Weile zur Beobachtung da behalten müssen. Evelyn ließ mich los und ging langsam auf Alaia zu.
Diese kauerte jetzt im Wasser. Und wie lange? Ich weiß es nicht, Alahir. Lass mich nicht um sie kümmern. Ich verspreche dir, ihr wird nichts geschehen. Und wenn sie vergiftet ist, werdet ihr sie dann töten? Ich würde dir gerne versprechen, dass wir sie am Leben lassen, aber das kann ich nicht. Du weißt, dass wir nichts mehr tun können, wenn sie vergiftet ist. Dann ist sie auch nicht mehr die Schwester, die du kanntest. Ich... Alahir schwieg. Es herrschte eine bedrückende Stille. Evelyn beugte sich vorsichtig zu den beiden hinüber und fühlte Kolayas Puls, um zu sehen, ob sie gut geht. Jungs, macht euch zur Abwechslung einmal nützlich und besorgt bitte eine Trage. Ihre vorher noch so zarte Stimme klang plötzlich hart, als sie sich an die Jungs wendete. Ich, Alahir? Oh, Kolaya ist aufgewacht und sie spricht. Kolaya? Ellie. Evelyn versuchte, sich Kolaya erneut zu nähern, aber die junge Frau wurde nun wieder aggressiv. Behutsam begann Alahir, ihr von der gemeinsamen Kindheit und ihren Eltern zu erzählen. Beim Gedanken an ihre Familie wurde ich von meinen Gefühlen überwältigt und sank wieder weinend zusammen. Kero und Dika versuchten, mich zu trösten. Das Glück der beiden Schwestern lässt mir mein eigenes Schicksal bewusst werden. Ich würde mich wirklich gerne für sie freuen, anstatt egoistisch zu sein und nur an mein eigenes Unglück zu denken. Aber ich kann nicht anders. Das ist alles zu viel für mich. Während ich weinte, machte Evelyn einen erneuten Versuch, sich Kolaya zu nähern. Sie setzte sich einen Meter von ihr entfernt hin und sprach zu ihr. Hallo, meine Kleine. Verausgab nicht deine Kräfte. Wir werden dich mitnehmen und uns um dich kümmern. Weißt du, dass du eine sehr mutige Schwester hast? Ich danke. Ellie, ich freue mich für dich. Als die Jungs mit einer Trage für Kolaya zurückkamen, sah ich zu Miiko hinüber. Vielleicht bin ich naiv, aber ich hätte erwartet, dass sie wenigstens den Anstand hätte, sich bei mir zu entschuldigen. Auch Leiftan wagt es nicht, mich anzusehen. Was für Feiglinge. Evelyn schaffte es, Kolaya erneut ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Anschließend konnte sie transportiert werden. Lasst uns zurückgehen. Sie muss möglichst schnell wieder ins Wasser. Okay, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao.